Elektroautos und Kinderarbeit. Das sind zwei Themen, die man sehr häufig in einem Kontext hört. Insbesondere von Leuten, die eher so ein bisschen gegen Elektroautos sind. Und bevor wir jetzt darüber diskutieren, ob es denn stimmt, ob Kinderarbeit in Elektroautos drin steckt, sage ich gleich mal, wie es ist. Ja, es wird so sein. Für Elektroautos arbeiten Kinder. Häufig wird erwähnt, dass für das Kobalt, was in den Batterien benötigt wird, dass da Kinder im Kongo in den Minen arbeiten. Das wird stimmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in anderen Materialien Kinderarbeit steckt. Beispielsweise für die Stoffe. Da arbeiten in Indien auf den Baumwollplantagen auch Kinder für. Und da kommen wir schon zum Kern des Problems oder warum ich so ein Riesenproblem mit diesem Argument habe. Die Kinderarbeit ist älter als das Elektroauto. Und die Leute, die dieses Argument bringen, sind gar nicht so richtig gegen die Kinderarbeit, beziehungsweise natürlich, wenn man sie fragen würde, wären sie natürlich gegen Kinderarbeit. Aber sie machen eigentlich dann doch gar nicht so viel. Denn wenn man sie fragen würde, wo hast du dein T-Shirt her, wo hast du deine Schokolade her, würden, glaube ich, die wenigsten antworten, fair trade natürlich. Das ist aber das Problem. Denn dieses Argument wird schlicht dafür benutzt, um Elektroautos schlecht zu machen. Aber es ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass weltweit 218 Millionen Kinder für unsere Produkte, die wir hier im Westen haben, arbeiten müssen. Wir kaufen T-Shirts für extrem günstige Preise. Wir haben Gold, was in Burkina Faso in Minen abgebaut werden muss. Oder eben das Kakao für unsere Schokolade aus der Elfenbeinküste. Das sind alles Sachen, wo wir hiervon profitieren, dass wir hier wenig zahlen. Und dann finde ich es wahnsinnig scheinheilig, gegen ein Auto, was für den Umweltschutz ist, ist vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Video, warum ich davon fest überzeugt bin, damit schlecht zu reden für ein Problem, was nicht das Problem des Elektroautos an sich ist, sondern ein Problem unserer Gesellschaft. Wir treffen Kinderarbeit eigentlich in allen unseren Sachen, die wir benutzen. Eben auch in unseren Handys, hier sind sogar dieselben Batterien wie in Elektroautos drin, also das stimmt das also auch mit den Batterien. Da hat sich, als es nur die Dinger gab und noch keine Elektroautos, auch noch keiner drüber aufgeregt. Und auch in unseren normalen alten Verbrennerautos ist auch Kinderarbeit drin, weil auch da Materialien drinstecken, unter anderem auch Kobalt, wo Kinder für gearbeitet haben. Aber die Diskussion darf eben nicht sein, ob denn für Elektroautos Kinder arbeiten, sondern generell, wie wir die Kinderarbeit weltweit reduzieren können. Und deswegen nervt mich dieses Argument so wahnwitzig und deswegen mache ich dieses Video, um darauf mal aufmerksam zu machen. 218 Millionen Kinder arbeiten weltweit. Der Trend ist rückläufig, das ist extrem gut. Aber auch bis 2025, also bis in 4 Jahren, werden immer noch deutlich über 100 Millionen Kinder weltweit arbeiten müssen. Wahrscheinlich wurde das Problem durch die Pandemie jetzt auch nochmal verschlimmert. Da gibt es aber noch nicht genügend Zahlen. Es gibt Fairtrade-Produkte, da wird nachverfolgt, wo kommen die Rohstoffe her? Wer hat dafür gearbeitet? Wie viel Lohn bekommen die dafür? Und wenn ihr wirklich gegen Kinderarbeit seid, dann hört auf mit diesem blöden Argument, dass Elektroautos daran schuld sind, dass wir Kinderarbeit haben. Sondern dann macht was Gutes und kauft jetzt nicht immer nur Fairtrade, das wäre natürlich das Nonplusultra, aber wenn ihr nur hin und wieder das mal machen würdet, es ist ein bisschen teurer. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr es machen könnt, dann macht es hin und wieder, denn so zwingt ihr auch die großen Konzerne da immer mehr drauf zu achten. Das nun mal hier an dieser Stelle. Wie gesagt, dieses Argument Kinderarbeit und Elektroauto können wir uns sparen, denn es ist so, es ist in der westlichen Welt einfach bei fast allen Produkten so, dass da Kinderarbeit drin steckt, ob es im Rohstoff ist oder in der Fertigung. Wir leben nun mal sehr, sehr gut hier im Westen und das zu Kosten von anderen. Das muss euch bewusst sein, das wollte ich nur mal ganz kurz loswerden und vielleicht können wir dann in Zukunft eher darüber reden, wie wir wirklich helfen können und nicht einfach nur gegen etwas sein können, wie zum Beispiel das Elektroauto, was gut für die Umwelt ist. Dasselbe gilt übrigens zum Beispiel auch für den Lithiumabbau. Es gibt genügend Produkte, die genauso Grundwasser aus der Erde ziehen wie das Lithium, was wir für die Batterien brauchen. Auch das ist einfach ein sehr scheinheiliges Argument. Aber ich wollte die Diskussion jetzt hier nicht zu groß machen. Ich freue mich über eure Kommentare. Ein kurzes, knappes Video, wo ich es einmal auf den Punkt bringen wollte. Abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich berichte hier über Elektroautos. Und in einem zukünftigen Video werde ich dann sicherlich auch nochmal intensiv darüber reden, warum ich davon überzeugt bin, dass Elektroautos definitiv besser sind. Wir müssen den CO2-Ausstoß einfach reduzieren. Danke fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao.